Einen wunderschönen guten Abend. Heute Abend hier in Arnos Hirsch, Jürgens Musikszene. Heute Abend Anja Niemann leider nicht da, darum ich selber, Arno, am Mikro. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Arno. Ich bin heute Ersatz für Anja. Ah ja, toll. Nicht so hübsch, aber wir kriegen das schon hin. Ode hat das alles ein bisschen organisiert. Und Ode, wie gefällt es dir? Sehr gut, gute Stimmung, gute Musik. Wusstest du ganz aktuell, dass die Markthalle weiterhin Live-Musik macht? Ja, habe ich gehört. Heute Abend. Ja. Hier ganz exklusiv heute Abend im Hirschen gehört. Markthalle macht weiter Live-Musik. Hat uns übrigens sehr gefreut. Herr Aden, ja? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du da bist. Boah, er mit seiner Blendmaschine. Ist das immer so im Fernsehen oder ist das nur bei Jürgen so? Du, da musst du nachher noch 5 Euro zahlen, weil davon wirst du braun. Ja, das macht nichts. Ja, schön, dass du auch gekommen bist. Ja, natürlich, war ja ein bisschen spontan, aber... Also soll es ja auch sein. Macht ja Spaß. Ich dachte, ich mache so eine Jam-Session dir auch mal mit. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Hat auch sehr gut geklappt mal mit den anderen zusammen. Ne? Ich wusste gar nicht, dass du so gut in der Band spielst. Naja, ich spiele ja meistens in der Band. Also das ist ja jetzt hab mehr. Hab ich dich ja noch nie gehört. Nein, das wirst doch keine Gelegenheit mehr haben, außer hier vielleicht. Also von daher, also es liegt ja auch immer an den Mitmusikern, ob es klappt oder nicht. Es liegt ja nicht nur an einem, es muss ja miteinander, ne? Anja hat heute frei, ich bin heute mal da. Ich hätte lieber Anja gehabt heute. Ich weiß, das ist optisch, ist das, aber... Das ist auch ganz angenehm. Ja, die hat mehr Haare. Aber auch du hast deine abgelegt. Ja, unbedingt. Haben wir heute ganz positiv darüber berichtet, dass das ganz gut aussieht, so ganz ohne. Schön. Ne? Rainer und ich, wir sind quasi gerade auf einer Safari quasi durchs Jazz-Wunderland. Ja, weißt du, das Ding ist so, ich bin ja normalerweise nicht so der Jazzer, aber ja, Rainer ist halt eingefleischter Jazzer und dann ist es natürlich total schön, wenn man dann irgendwie links und rechts am Jazzwegesrand so ein paar schöne Akkorde sieht und schöne Läufe und so. Und dann, wenn man so, wie ich aus der Pop- und Rock- und Blues-Sparte kommt, dann ist das natürlich wie quasi, das kleine Kind im Bonbonladen. Wir haben hier noch die Sängerin von der Ain't We Sweet Jazz Band. Ich habe sie hier gerade weg. Ich weiß nicht, wo sie geblieben ist. Ah, da haben wir sie. Ich drehe dich mal einmal in die Runde, damit Jürgen dich auch sehen kann. Das ist die Sängerin von der Ain't We Sweet Jazz Band. Ich weiß leider deinen Namen sogar. Barbara. Oh Gott. Ja, die Barbara. Ja. Ja, schön gesungen hast du gerade. Ja, vielen Dank. Ja, immer wieder ein Highlight. Ja. Man hörte die ganze Zeit Männer singen und auf einmal kam meine Frauenstimme durch, aber auch richtig. Und schwupps, das war die Barbara. War dann gleich ein bisschen laut, ne? Und sofort total gut. Aber so weit von gut. Das ist der Versorger hier heute Abend. Der versorgt die Band die ganze Zeit mit Getränken und mit Kaffee. Völliger Blödsinn. Ich kenne das nur aus dem Ruhrgebiet, dass sich die Leute drum schlagen, den Musikern ein Getränk auszugeben. Ah ja, okay. Unser Enno ist auch da. Ein wunderschönen guten Abend, Enno. Ja, Enno war der Mann, der uns die freudige Nachricht mit der Markthalle heute Abend übermittelt hat. Genau. Und ich weiß gar nicht, spielst du heute Abend auch noch was? Nein. Warum nicht? Ich habe frei. Ach, der hat frei, ja. Ich habe nichts mit. Du hältst dich am alkoholfreien Weizen, wie ich sehe. Ja, genau. Ist ja auch nicht verkehrt. Wir brauchen hier auch Zuhörer, sonst hat das ja alles keinen Sinn. Du kannst nicht mit alle spielen, hast keine Zuschauer. Ja, genau so ist das. Ich spiele schon ganz lange Gitarre, aber habe sehr wenig Live-Erfahrung. Ich habe mal mit Klassik-Gitarre angefangen und bin dann aber immer wieder zum Jazz hingekommen, wo ich letztendlich geblieben bin und habe da sehr viel Freude dran. Das
immer schöner, mit Musikern zusammenzuspielen, als alleine oder mit einem Band zu spielen. Also sehr, sehr schön. Genau, das ist ja, Duke Ellington sagte mal so, auf der Bühne muss es, ein Gespräch muss stattfinden, was interessant ist fürs Publikum. Das heißt, dass man sich gegenseitig aussprechen lässt und verschiedene Sichtweisen über die Musik dann halt quasi dann irgendwie darbringt. Und das ist immer spannend. Wir sind nicht im Showbusiness, sondern im Communication-Business. Oh. Shakespeare seit 35. Ich kann es ja vorlesen. Ah, nein. Jam Session, das musst du rausschneiden, das versprichst du mir. Weil ich hatte das letzte Mal ja schon super plappere, ne? Marmeladen-Session, genau. Ja, bei der Jam Session und das war Arno Fecht und das war Jürgens Musikszene. Dankeschön.